So, liebe Leute, los geht's auf dem Mystery Bike. Mal gespannt, ob ihr schon wisst, um was es sich handelt. Ja, ist eigentlich ein Cabrio auf zwei Rädern. Ja, ich weiß nicht, ob das und liebe Goldwing-Fahrer, verzeiht mir, wenn ich hier etwas sage, was euch nicht gefällt, aber ich habe das Gefühl, das erhabene Gefühl, auf einem Motorrad zu sitzen, zu schweben, muss ich sagen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Rechts von mir seht ihr Tour, das geht, man kann auch auf Sport setzen, das mache ich jetzt nicht, man kann auch auf Econ setzen. So, ich mache mal auf Econ, dann seht ihr mal, dann schaltet der jetzt bei 70 in den siebten Gang. Das heißt, wir fahren jetzt knapp 80, 1500 Touren, siebter Gang auf Landstraße. Und das ist dieses schwebende Gefühl. Eigentlich ist es ein Motorrad, wo man meistens, also ich übertreibe jetzt natürlich wieder, im Leerlauf fährt. Ja. Alles, was ihr kennt von Drehzahlen, durch zwei geteilt. Also, wenn ihr gewohnt seid, bei 4000 Touren etwa 100 zu fahren, dann könnt ihr hier ungefähr sagen, bei 2000 fahre ich 100. Und gestern habe ich mal auf der Autobahn probiert. Ich dachte, ich komme mal auf 3000 Touren. War schon bei 140, 3500, 150. Also um auf 4000 Touren im siebten Gang zu kommen, da muss man sich schon arg anstrengen. Da ist schon, also anstrengend, da muss man schon freie Fahrt haben. Auf diesen Landstraßen hier fährt das System. Und sobald man antippt, die Bremsen antippt, startet der die Motorbremse, schaltet er zurück. Ihr habt es erkannt, es ist die GL 1800 Goldwing SC 79 ab Jahrgang 2018 gebaut. Leichtes Upgrade in den 20ern mit einem größeren Topcase, aber weitgehend unverändert seit 2018, seit dem großen Neuanfang bei Goldwing. Mit einem neuen Motor, 1830 etwas mehr Kubik und 120 Newton Drehmoment, 120 PS und über 160 Newtonmeter Drehmoment. Die genauen Zahlen schreibe ich euch rein. Ich wollte es mir raussuchen, aber wie das immer so ist, hat es nicht gepasst. Ja, auf das Apple CarPlay gehe ich nicht weiter ein. Das benutze ich einerseits für Musik oder Hörbücher und andererseits natürlich für Navigationssysteme, die über Handy laufen. Das ist sehr praktisch. Praktisch vor allen Dingen, ja, man hat hier zwar eine Navigation drauf, die auch sehr gut ist, aber ich bin es gewohnt, über das Handy zu funktionieren und dann sehe ich halt die Ansagen auf dem Handy und mit geteiltem Bildschirm kann ich alles verfolgen. Zum Verbrauch. Ja, wir sind hier jetzt bei 176 Kilometer auf diesem Tank. Ich habe noch eine Restreichweite von 360. Das heißt, theoretisch sind hier 400 drin. Man ist also unter 5 Litern. Und warum sind wir unter 5 Litern? Weil wir einen 21 Liter Tank haben. Also das ist kein Grund, warum wir unter 5 Liter sind. Aber dass wir sagen, mit 21 Liter Tank seid ihr etwa, geht ihr etwa tanken bei 350, schätze ich mal. Wenn ihr so fahrt wie ich, das rate ich keinem. Ich fahre sehr, sehr gemütlich, ihr merkt schon. Mich stört der Eco-Modus nicht und man kann aber Gas geben. Ne? Ich mache das jetzt noch nicht, weil wir sind hier auf der Landstraße und hier sind viele Leute unterwegs. Aber man kann durchaus mal Gas geben und dann geht es richtig zur Sache. Ja, herrlicher Oktobertag heute in dieser Weingegend, wo ich immer unterwegs bin, wie ihr seht.
Die Lese ist im vollen Gang. 1. Oktober, 22, 23 Grad, 24 sogar. Und ihr seht, wie schön das hier ist. Man glaubt, man ist im Sommer. Und das ist der 1. Oktober. Also, ich kann das natürlich. Das ist das Motorradjahr gewesen. Es war ein bisschen warm ab und zu. Aber generell gab es enorm viele Tage, wo man Motorrad fahren konnte oder sogar musste. Jetzt sind wir wieder in dem 7. Eco-Modus. 2000 Touren noch nicht. Jetzt wieder runter von 80. Ja, heute ist ein bisschen viel Verkehr, hätte eine andere Strecke wählen müssen. Aber das Langsamfahren, das vielleicht euch nervt, nervt mich überhaupt nicht auf diesem Motorrad. Dank DCT kann man quasi im Stand fahren. Und ihr seht, ich brauche nie zu schalten, natürlich, das ist klar. Und ich lasse es einfach gehen. Ja. Ich schaue nicht mal, wie schnell ich bin, aber ich weiß immer, dass ich die Geschwindigkeitsbeschränkung gut einhalten kann, weil ich es so genieße, so langsam zu fahren. Und das hat natürlich führerscheinschonende Vorteile, die man hier mitnehmen kann, wenn man das dann will. Ja. Vielleicht ist es mein Alter, über 60 wird man ja anscheinend ruhiger. Ich genieße das und ich weiß nicht, ob man ruhiger wird, aber ich genieße es, mit solchen Motorrädern unterwegs zu sein. Ich hätte nie im Traum gedacht, ich würde jemals eine Goldwing fahren, aber ich dachte, das ist ein Motorrad, das bin ich noch nie gefahren. Ich habe hier ein Airbag auch drauf. Ich habe hier DCT drauf. Es ist eine Honda. Man kann damit 200.000 Kilometer fahren und noch immer im grünen Bereich sein. Ja, das ist halt natürlich eine Ansage. Ne? Beim anderen Motorrädern, ich schaue auf den Gebrauchtbörsen. Ja, wenn ein Motorrad 30.000 hat, dann fangen die Schmerzen schon an. Bei 50.000 muss man schon enorm im Preis runtergehen. Sogar bei Motorrädern, die wie ein Africa Twin robust ist ohne Ende. Aber bei solchen Motorrädern wie hier, 70, 80, 120, das ist alles gut drin. Und man findet sehr viele, die hohe Laufleistungen haben. Und das ist auch nicht verwunderlich. Man kann hier bummeln wie jetzt. Man kann aber auch lange Autobahnfahrten machen. Man will eigentlich nicht mehr absteigen. Ich habe die größte Gefahr, ich habe mal mit einem Goldwing-Fahrer geredet. Der hat mir gesagt, hör mal, pass auf mit der Goldwing. Ich sage, warum? Ja, ich war in Italien unterwegs, auf der Autobahn, ging alles gut. Ich hatte mein Tempomat drin, 130 oder 120, ich weiß nicht mehr, was in Italien ist. Das ist die lange Autobahn Richtung Genova. Ja, weiß nicht, wie man das sagt. Und da gibt es eine lange Strecke und er sagt, und auf einmal werde ich gerüttelt und geschüttelt und wache auf. Und habe das Motorrad noch gerade im letzten Moment vom Seitenstreifen rüberholen können. Aber ich war so müde und das war so bequem alles. Und mit diesem Tempomat, dass ich dann irgendwann einfach weggenickt bin. Ja, das ist natürlich eine Gefahr, die hat man auf jedem Motorrad, aber hier auf diesem Sessel mit DCT, mit Tempomat, mit Scheibe, womöglich noch Musik in den Ohren. Ja, das ist natürlich etwas, was einem überkommen kann und wo man extrem vorsichtig sein muss.
Natürlich, wenn man heizt wie ein Verrückter, ja schon, nein, ich werde das, wie ich hole, wenn man natürlich etwas dynamischer unterwegs ist, wenn man also etwas dynamischer hat, dann bleibt man natürlich mit dem Adrenalinniveau hoch, aber auf einer Autobahn langen Strecken kann es durchaus sein, dass man irgendwann in den Schlaf gewiegt wird. Und diese Gefahr würde ich nicht unterschätzen. Ich frage mich sogar, Lokführer haben das ja, so ein Sicherheitssystem, dass man immer wieder nochmal bestätigen muss, dass man noch da ist. Und vielleicht sollte man das bei der Goldwing auch machen, beziehungsweise dann den Tempomat nicht anmachen, wenn man schon müde ist. Oder, und ihr habt es natürlich recht, wenn man müde ist, sollte man gar nicht mehr fahren. Aber ihr wisst, wie es ist, man fühlt sich gut, man fühlt sich entspannt. Oh, Entschuldigung, ich kann ja mal ein bisschen Gas geben. Man fühlt sich gut, man fühlt sich entspannt. Und manchmal merkt man es gar nicht. Das sind auch Sekundenschlaf im Auto. Und die Gefahr natürlich bei solchen Motorrädern sowas zu erleben, die ist durchaus gegeben. So, ich werde euch nicht lange langweilen mit meinen Geschichten. Danach, wie immer, geht's zur Präsentation. Ich suche mir ein ruhiges Plätzchen und dann plaudern wir noch ein bisschen und zeige ich euch noch ein paar Details. Bis gleich. Jetzt runter vom Motorrad zur Kurzpräsentation. Ich habe ja schon viel gesagt unterwegs. 6 Zylinder, 1830 Kubik und über 160 Newtonmeter. Das Motorrad, das man im Leerlauf fährt. Also ich übertreibe natürlich ein bisschen. Über 4000 bin ich noch nicht gekommen und bei 2000 fahre ich 100 und bei 3000 bin ich über 130 und das fasst ein bisschen dieses Motorrad für euch zusammen. Es ist eine 2019er SC79 und die SC79, die ihr hier seht, die erkennt man an diesen neuen, an der neuen Front, aber generell ist dieses Motorrad neu konzipiert worden und ist ein Upgrade gewesen in 2018. Es kam dann eine leichte Nachbesserung in 2020 mit dem größeren Topcase und Android Auto, wo hier nur, wie ich schon gesagt habe, das Apple CarPlay zur Verfügung steht. Ansonsten kann man sagen, da ist alles so mehr oder weniger dran, was man braucht. Was man nicht hat, ist ein Radarsystem für Tempomat, das ja jetzt in Mode gekommen ist und auch die neue 1300er von BMW, nachdem Ducati damit angefangen hat, auch übernommen hat. Das haben wir hier nicht. Wir haben eine elektrisch verstellbare Scheibe. Wir haben ein sehr, sehr gutes Lichtsystem mit einer fantastischen Lichtausbeute, ein fantastisches Bremssystem und eine ganz spezielle Aufhängung. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, die, ich habe es auch schon gesagt, ganz, ganz fantastisch auf schlechten Straßen erlaubt, das Gehen erlaubt. Für Schotter bedingt geeignet, ja. Das muss ich kurz dazu sagen. Aber dieser Platz hier an der Mosel, diesen Platz fand ich zu schön, um das nicht für euch mitzunehmen und euch hier an diesen schönen Platz zu bringen. Über 380 Kilo in dieser Tour-Version und hat mich natürlich ein bisschen eingeschüchtert am Anfang. Ich bin ja 1,70 groß, habe also die Zehenspitzen unten. Obwohl das Motorrad sehr tief ist, aber natürlich, ihr erkennt es, mit dem breiten Sattel ist es ja breit, nicht so breit, aber man muss schon ganz schön die Beine spreizen. Und, aber durch diese ganz niedrige Sitzposition schaffe ich das spiegelnd. Und was schön ist, durch dieses
niedrige Schwergewicht mit diesem 6-Zylinder-Motor und dem Getriebe hat man die Möglichkeit, hier quasi im Stand stehen zu bleiben, kurz wieder anzufahren. Man braucht also nicht oft hier die Füße auf den Boden zu setzen. Das ist ohne weiteres im Fahrstil und auch dank DCT möglich, um hier fast automäßig unterwegs zu sein. Was die Gänge betrifft, das DCT-Getriebe muss man kennen und mögen. Ich habe das ja schon bei der NT1100 gesagt, hier macht es noch mal mehr Sinn. Das heißt ja auch bei Autos, diese DCT-Getriebe, je stärker die Autos sind, je besser. Und hier haben wir also ein DCT-Getriebe. Das hat manchmal so seine Überraschungsmomente. Aber je nachdem, wie man es kennt, kann man sehr, sehr gut damit umgehen. Zusätzlich zum DCT hat man diese Kriechmodus. Und der Kriechmodus erlaubt euch im Stand, dank Kriechmodus, ganz langsam schrittweise nach vorne und nach hinten zu gehen. Und das nimmt natürlich den ganzen Stress, wenn man mal irgendwo parkt und dann nicht mehr aus der Parklücke rauskommt oder beziehungsweise sehr feingefügig in eine Parklücke rein muss. Die Koffer gehen mit dem kleinen Keyless-Schlüssel, wird zentral verriegelt, und das Koffersystem ist relativ tief und hat diese Federn, um den Deckel aufzufangen. Ist also durchaus was drin, natürlich nicht mit Standard-Taschen. Man muss es schon richtig befüllen, damit man hier auch das Nötige reinkriegt. Wie gesagt, das Topcase-System, hier mal der Helm drin, damit man mal sieht. Dieses Topcase fasst nur einen Helm und erst ab 2020 kam dann die zweite Version mit dem zweiten Helm. Und beide Taschen sind gleich groß. Seht ihr, ziemlich tief rein. Ne? Dann haben wir natürlich hier auch eine Sitzheizung für den Sozius und Sitzheizung vorne. Und natürlich auch die Heizung für die Griffe, Tempomat. Seht ihr auch, das ist alles Standard, brauche ich eigentlich nicht zu sagen. Und dann die Doppelbelegung hier und hier, je nachdem, wo man schnell zugreifen will. Und das Airbag-System, was hier enthalten ist. Die Scheibe kann man ganz raufstellen, dann schaut man durch die Scheibe. Ist auch nicht schlecht. Und je nach Temperatur und Lust und Laune und Geschwindigkeit, ich fahre sehr gerne mit der Scheibe unten. Aber natürlich, wenn es dann etwas schneller wird, ab 130, macht es schon Sinn zu probieren, ob die Scheibe etwas höher gestellt werden kann. Was das ist hier, ist die Feststellbremse. Es ist ja DCT, also kein Gang drin. Könnt ihr die Handbremse anmachen. Und hier haben wir noch ein kleines Fach. Ja. Ich bin die RT1250 gefahren, ist eine andere Welt. RT1250 hat mich ein bisschen schockiert. Sehr viel Plastik, aber der Motor ist natürlich hervorragend auf der RT. Von 2 nach 6 Zylinder braucht man das, natürlich braucht man es nicht. Aber genießt man es? Ja, man genießt es. Ist es den Preis wert? Das ist jetzt eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber vielleicht zur Modellpalette. Hier seht ihr die Goldwing Tour in ihrer Gesamtausstattung. Dasselbe Motorrad gibt es und ein Freund von mir hat mir gesagt, das ist für Personen, die größer sind, eventuell eine Alternative, die Bagger-Version. Und die Bagger-Version kam dann auch in der mattgrauen Farbe von Honda. Ihr kennt sie von der NT1100, ihr kennt sie von der Transalp. Und hat dann auch rote Akzente und unten die ganze Auspuffanlage schwarz. Hier ist es eher klassisch gehalten, glänzend, metallic, schwarz mit Chromelementen. Der gesamte Auspuff ist verchromt. Wie wir es
auch vom Automobilsektor kennen. Hier kann man auch mal durch den Regen fahren, ohne dass man sofort das ganze Motorrad versaut hat. Man fährt einmal drüber mit dem Schlauch und die Sache ist geklärt. Man braucht hier nicht den Auspuff zu polieren wie bei einer BMW, jede x Kilometer, wenn es mal schlechtes Wetter ist. Man hat hier ein Motorrad, das eher automäßig so verkleidet ist, dass man sich nicht allzu viel Gedanken machen muss über das Wetter. Ich bin auch schon bei Regen gefahren und der Schutz ist hervorragend. Das Einzige, was bei mir nass geworden ist, sind die Handschuhe. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Aber obwohl die Spiegel und die Blinker hier natürlich die Schutzfunktion übernehmen sollen, je nachdem, wie schnell man fährt im Regen, kriegt man sehr viel Regen auf die Hände. Aber der gesamte Körper, sogar in strömenden Regen, war sehr, sehr gut beschützt. Und das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn man mal einen Regen mitbekommt. Das Einzige, was hier fehlt, ihr seht es hier, sind die Nebelscheinwerfer. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Die können nachgerüstet werden, aber ansonsten ist, glaube ich, alles drauf, was es so gibt in diesem Segment. Vergleich? Ja, ich kenne keinen Vergleich. Ich bin zwar die 1600er vom BMW schon gefahren, fährt sich sicher mindestens so gut, wenn nicht besser. Ich bin auch schon die RT gefahren, wie ich gesagt habe. Dieses Segment ist ein Segment, was durch einige Mitbewerber, auch Moto Guzzi, bedient worden ist. Aber Honda hat es hier auf neue Höhen getrieben. Und ich bin erst 1000 Kilometer gefahren, also ich bin noch jungfräulich unterwegs. Aber ich liebe es, damit zu cruisen. Und das ist natürlich das Stichwort hier. Gestern musste ich mal Gas geben, dann geht sie ab wie die Post. Also für so ein behäbiges Motorrad ganz erstaunlich stark beschleunigt. Aber im Normalfall, ja, ihr seht es vielleicht auf meinen Videos, bin ich eher unter und weit unter dem Tempolimit unterwegs, was gut ist für mich und gut ist für meine Geldbörse. Und so soll es ja auch sein. Aber für die, die gerne das Knie auf den Boden legen oder hier wie hier auf Schotterpisten unterwegs sind, ist das natürlich nicht. Ich steige ab von dieser Maschine, steige auf meine Transalp und habe natürlich ein Aha-Moment. Jedes Motorrad, sogar meine 1200er R1200 GS Adventure ist ein leichtes Motorrad gegenüber diesen 384 Kilo, die wir hier haben. Aber das ist das Schöne, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Umsteigen von einem auf das andere Motorrad. Heute Morgen war ich mit meiner alten GS unterwegs. Es war einfach herrlich, aber dann ist es auch wieder herrlich, auf dieses Motorrad zu steigen, meine Musik anzumachen, mein Buch zu hören und einfach das Leben zu genießen. Und das ist eigentlich das Stichwort hier. Lass uns das Leben genießen. Dieses Motorrad möchte ich widmen und diesen Bericht an Marco. Marco ist vor einiger Zeit verstorben. Das war sein Traum. Er hat sie sich gekauft und wir haben mit Freunden entschieden, wer sie übernimmt. Und ich habe mich angeboten, dieses Motorrad zu übernehmen, als Gedenk auch an ihn. Und in Gedanken bin ich, wenn ich auf diesem Motorrad bin, auch nochmal bei ihm.